Die meisten von euch befinden sich sehr wahrscheinlich gerade in der Vermögensaufbauphase. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was ihr denn mit eurem Vermögen später macht, wenn ihr in Rente geht und von eurem Kapital leben möchtet? Das ist nämlich die sogenannte Endsparphase. Und hier gibt es verschiedene Konzepte und auch viele Denkfehler. In diesem Video habe ich wieder mit Finanzexperte Gerd Kommer gesprochen, den ihr auf diesem Kanal ja sehr wahrscheinlich schon sehr gut kennt. Und ich habe mich mit Gerd genau über diese Endsparstrategie unterhalten. Und wir haben uns vor allem die sogenannte 4%-Regel angeschaut, die ja so als allgemeine Größenordnung gilt, wie viel Prozent man von seinem Vermögen jedes Jahr entnehmen kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Hallo Gerd, herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Freut mich, da sein zu können. Ja, trotz sehr heißen Temperaturen werden wir uns heute einige Themen vornehmen. Und ich habe da mal ein Thema rausgesucht, beziehungsweise wir haben sogar drei Themen rausgesucht, die ihr intensiver auf eurem Blog auch schon mal behandelt habt und die natürlich auch für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sehr interessant sind. Loslegen wollte ich mal mit dem Thema Entnahmestrategie beziehungsweise Kapitalverzehr. Das ist ja sicherlich so ein Thema, wo viele auch deiner Mandanten oder eurer Mandanten in der Vermögensberatung schon in dieser Phase sind. Also du hast ja extra ein Buch geschrieben, das eine ist Vermögensaufbau und dann Vermögenssicherung. Und ja, wollen wir heute mal ein bisschen über das Thema sprechen. Was mache ich denn später, wenn ich meine ganzen Millionen zusammengesammelt habe? Gerne, ja. Also Entnahmestrategien ist ein Dauerbrenner, das ist klar. Und es ist ein Thema, das früher oder später jeden, der nicht Elon Musk heißt oder Jeff Bezos, interessieren sollte. Genau. Was sind denn so deiner Meinung nach die richtigen Strategien, die man da anwenden kann? Weil ich lese ja ziemlich viel so von wegen, es gibt ja auf der einen Seite die Dividendeninvestoren, ne? Da haben wir ja schon mal ein paar Mal Videos zugemacht, wo wir erklärt haben, dass es ja eigentlich eine Illusion ist, zu sagen, ich schaue auf besonders hohe Dividendenausschüttungen. Aber welche Strategien hältst du denn da für sinnvoll? Also einen wichtigen Irrtum, den man erstmal nicht begehen sollte. Ja, Erfolg ist zunächst mal eine Frage der Vermeidung von Fehlern, das mal vorausgeschickt, hast du schon erwähnt, nämlich zu glauben, dass Dividendenaktien oder dividendenstarke Aktien oder generell Investments mit hohen Ausschüttungen wegen dieser hohen Ausschüttungen irgendwie zu bevorzugen sei. Das ist ein Fehler. Wurde schon vielfach bestätigt und oder immer wieder untersucht und als Fehler identifiziert und dass Dividendenaktien generell keine höheren Gesamtrenditen, auf die kommt es ja an, haben als dividendenarme Aktien oder Aktien insgesamt, das ist auch schon tausendmal bestätigt worden. So, also da können wir schon mal einen Haken dran machen. Ein anderes wichtiges Thema ist, dass die sogenannte sichere Entnahmerate, die Safe Withdrawal Rate, also Entnahmerate ist definiert als der Entnahmebetrag, egal wie man den entnimmt, über Ausschüttungen oder Anteilsverkäufe aus einem Portfolio, aufsummiert über das ganze Jahr, bezogen auf den Depotwert oder Portfoliowert am Jahresanfang, jetzt der Einfachheit halber. Und da gibt es. Also, wir sagen zum Beispiel 100.000 Euro, 4% Entnahme, das ist ja so eine Daumenregel, diese 4, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Sprich, ich nehme mir jedes Jahr 4.000 Euro raus. Oder, um es in Millionen zu sagen, 40.000. Richtig, und da müsste man vielleicht noch der Präzisionshalber ergänzen, die 4% in Euro ausgerechnet, also jetzt in dem Beispiel 4.000 Euro, die werden dann mit der Inflationsrate, wenn die jetzt 2% war im letzten Jahr, aufinflationiert im Zeitablauf, sodass mein Lebensstandard oder die Kaufkraft dieser 4.000 Euro im Zeitablauf konstant bleibt. Wenn ich generell nur mit realen inflationsbereinigten Renditen rechnen würde, dann bräuchte ich diese Aufinflationierung nicht. Also die 4%. Regel, die ist geistert eben seit Jahrzehnten, seit über 20 Jahren im Internet rum, weil damals Anfang der 90er Jahre, 30 Jahre schon fast, erstmalig ein Wissenschaftler, William Bengen, zum Thema nachhaltige Entnahmeraten was publizierte, und der kam damals auf der Basis der Annahmen, die er traf und des Datenmaterials, das er zur Verfügung hatte, zur Schlussfolgerung, dass ein 50-50 Aktien-Anleihen-Portfolio, US-Aktien und US-Anleihen damals, Anfang der 90er Jahre, vor dem Hintergrund der historischen Renditen von den 20er Jahren bis Ende der 80er Jahre,
eine nachhaltige Entnahmerate von 4,0% sozusagen aushalten würde. Das ist über einen Zeitraum von 30 Jahren, auch wieder wichtig, die Zahl 30 Jahre, das ist eigentlich gar nicht mal so lange, praktisch in keinem einzigen Szenario, in keinem einzigen Fall zu einem Konkurs, zu einem Failure, zu einer Pleite des Portfolios gekommen wäre. Konkurs in dem Sinne definiert, dass also das Geld in 100% der kalkulierten oder simulierten Szenarien mit dieser Monte Carlo Simulations, mit diesem Verfahren, in 100% der Szenarien tatsächlich ausgereicht hätte. Im schlechtesten Fall gerade eben ausgereicht, ja, also am Ende der 30 Jahre auf null. War nichts mehr da, ja, aber im besten Fall war auch noch wesentlich mehr da als am Anfang. So, und diese 4%-Regel hat sich dann aus irgendeinem Grund im Internet als irgendeine Art von Mantra, das sozusagen nicht mehr weiter zu hinterfragen ist und immer stimmt, verfestigt, und davor kann ich nur warnen. Das ist einfach falsch. Falsch aus vielen Gründen, könnten wir jetzt im Einzelnen besprechen. Vielleicht nur nochmal. Aber sie ist zu hoch, sie ist auf jeden Fall zu hoch, also nicht sicher. Okay. Vielleicht nochmal als ganz kleiner Einschub, du hast jetzt so am Rande Monte Carlo erzählt oder genannt, also was bei einer Monte Carlo Simulation gemacht wird, ist einfach, du gehst mal ganz viele Szenarien durch, also beispielsweise der Kurs steigt, fällt, fällt oder fällt, steigt und wie auch immer, also so wie rein theoretisch Aktienkurse aufeinander rein zufällig folgen könnten, und das machst du 10.000 Mal oder 100.000 Mal, rechnest das durch und guckst dann, wie oft sind die Renditen so schlecht hintereinander, dass ich dann vorher, also vor dem 30-Jahresende, pleite bin. Ne? Das ist so die Simulation dahinter. Genau, so könnte man das sagen. Genau, und dann sagst du, die 4% sind zu niedrig, das heißt, zu hoch angerechnet. Das heißt, man muss eigentlich von einer niedrigeren Entnahmerate ausgehen. Was hältst du dafür sinnvoll? Genau, ne? Und viele denken ja, ja, Aktien, die bringen doch 8, 9 oder 10%. Also nominal hat der US-Aktienmarkt in den letzten knapp 100 Jahren irgendwo so um die 10%, also wohlgemerkt inklusive Inflation, gebracht, real so 6,5, 6,7%. Und da müsste es doch ganz eindeutig ohne Probleme funktionieren, wenn ich nur in Anführungszeichen 4% im Jahr nehme. Irrtum. Und es ist ein Irrtum deswegen, weil es dieses sogenannte Sequence of Returns Risk, was du gerade angesprochen hast, zu Deutsch Rendite-Reihenfolgerisiko, gibt in einem Portfolio, in dem Entnahmen stattfinden, also Geld abgezogen wird im Zeitablauf über Dividenden, die man nicht reinvestiert, oder über Anteilsverkäufe. Da spielt eben die Reihenfolge der Renditen von Jahr zu Jahr eine große Rolle für den Erfolg, für das Endergebnis. Und vereinfacht gesagt, wenn man das Pech hat, dass vor allem am Anfang viele schlechte Perioden stattfinden, weil das halt der Zufall so will oder weil es gerade 1929 ist, sage ich jetzt mal sarkastisch, dann kann es selbst, wenn die Durchschnittsrendite weit über 4% liegt, eben dazu führen, dass du nach 10, 15 Jahren pleite bist sozusagen. Ne? Und deswegen sind also sozusagen vor dem Hintergrund von dem wissenschaftlichen Fortschritt, der seit 1990, seit dieser ursprünglichen Veröffentlichung von William Bengen stattgefunden hat, man lernt halt auch dazu sozusagen die Wissenschaft, auch die Ökonomie, kann man sagen, dass die 4% heute zu optimistisch sind. Also irgendwo selbst 3,5% ist schon grenzwertig, wenn man, so wie die Wissenschaft es empfiehlt, eine 90-prozentige Erfolgsquote anstrebt, nicht mal 100% wohlgemerkt, wie beim Bengen es herauskam, sondern sagt, statistisch gesehen sollten die 90% der simulierten Fälle, also in 9.000 von 10.000 Simulationsfällen, sollte mein Portfolio reichen, bis ich halt nach 30 oder 40 Jahren, das hängt ja davon ab, was die Restlebenserwartung ist, dann das Zeitliche segne, und dann spielt es keine Rolle, ob ich mit Null auf dem Friedhof ankomme oder mit 50.000 noch Restvermögen oder was auch immer. Ne? Aber weniger als Null vor dem Ableben, das ist halt ungünstig. Ich gebe nur ein ganz kleines Beispiel dafür, warum Bengens Rechnungen aus heutiger Sicht unrealistisch waren.
ich habe es schon fast implizit angedeutet, die 30 Jahre sind einfach nicht lang genug. Mhm. Ne? Aufgrund der erhöhten Lebenserwartungen und aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Menschen frühzeitig in Ruhestand gehen möchten, die wollen halt nicht bis 65 arbeiten, und weil man ja streng genommen nicht mit der mittleren Restlebenserwartung rechnen sollte. Ne? Mhm. Die mittlere Restlebenserwartung von mir, ich bin jetzt 59, ist wahrscheinlich noch so 30 Jahre etwa, ne? Nicht ganz vielleicht. Du machst ja viel Sport, also bestimmt länger. Ja, genau. Du brauchst nicht. Danke. Und ich muss ja ein bisschen in dem Fall pessimistischer mit einer längeren Restlebenserwartung rechnen. Die mittlere Restlebenserwartung, die immer in der Zeitung steht oder die im Internet leicht berechnen kann, das ist ja die mittlere Restlebenserwartung. Das heißt also 50% der Fälle, die vergleichbar sind, sind Fälle, in denen der Mensch länger lebt. Ne? Und das würde ja jetzt in unserer Konstellation bedeuten, dass ich nicht halt mit 30 Jahren Restlebenszeit rechnen muss, sondern vielleicht mit 35 oder 38 Jahren und so weiter. Und ich kann ja nicht darauf hoffen, dass ich genau sozusagen zum Zeitpunkt der mittleren Restlebenserwartung sterbe. Ich hoffe, dass ich länger lebe und so weiter. Und da gibt es noch viele andere Gründe, warum die 4% zu hoch gegriffen sind. Mhm. Aber kann man jetzt nicht ein bisschen ketzerisch gesagt fragen, aber sollte ich dann nicht sowieso einfach mein gesamtes Vermögen nehmen, das aufs Girokonto packen? Gut, okay. Oder eine sichere Anlage, sagen wir mal, eine sichere Anlage, die nicht schwankt, oder genau. Und dann habe ich ja quasi nicht mehr diese Streuung. Also ich habe ja nicht mehr 100.000 Fälle, die ich durchrechnen muss, sondern eigentlich nur noch einen, und weiß, dass ich halt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit also an diese Zeit überbrücken kann. Das ist jetzt schlau gedacht, absolut. Und da kommt ja auch gar nicht unbedingt jeder sofort drauf. Nach ein bisschen rum nachdenken kommt jeder drauf. Das Problem dabei ist halt, wenn ich sichere Investment, zum Beispiel Cash, ohne Volatilität, also ohne diese schwankenden Renditen und damit das Sequence of Returns Risk hernehme, dann habe ich halt auch keine Renditen. Ne? Also wenn ich jetzt Schweizer Staatsanleihen, die sind ja neuerdings hier so berühmt und beliebt, jetzt bin ich mal ein bisschen sarkastisch, also super, die sichersten Anlagen der Welt. Das muss jeder für sich definieren, was das ist, ob es deutsche Staatsanleihen, Schweizer, US oder sonst was sind. Bankguthaben sind es definitiv nicht. Das ist schon mal ganz klar hier bestätigt, außerhalb der staatlichen Einlagensicherung. Mit null Volatilität. Ne? Dann habe ich halt real nach Abzug der Inflation nicht 5-6% Rendite wie bei Aktien, sondern null. Derzeit null. Das wissen wir alle. Es gibt keine Verzinsung auf dem Tagesgeldkonto. Selbst wenn ich ein bisschen Risiko bereit bin, da einzugehen, zu einer bulgarischen Bank gehe oder sonst was, dann sind es auch keine 4%, sondern real nach Inflation, sondern wesentlich weniger. Also die Ausweichstrategie, ich gehe nur in super risikoarme, nicht volatile Anlagen, die hilft mir insofern nicht, als dass ich dann halt keine Rendite mehr habe. Wenn ich jetzt als Beispiel 65 bin und dann noch mit 30 Jahren pessimistisch Restlebenserwartung rechne, das wäre ja angemessen, 95 wird nicht jeder, das ist schon das 90. Perzentil, also nur noch 5-10% der Menschen werden älter. Und wenn ich so viel, also ich habe einen gegebenen Lebensstandard, als Beispiel, ich brauche halt ich unterstelle jetzt einfach mal 3.000 Euro im Monat netto oder 2.000 Euro, 1.000 Euro, das muss jeder für sich entscheiden. Und ich habe so viel Geld, dass bei einer Nullrendite, absoluten Nullrendite, reale Nullrendite, also mein Geld diese 35 Jahre lebt, dann bin ich reich, dann bin ich natürlich aus dem Schneider. Mhm. Und dann sollte ich auch, wenn ich jetzt nicht das Ziel habe, meinen Kindern oder sonst jemanden oder Amnesty International oder dem Tierschutzverein viel Geld zu hinterlassen, dann sollte ich auch in der speziellen Konstellation, die wir wahrscheinlich nicht häufig haben werden, alles in eine super sichere Anlage tun, weil ich dann einfach das Problem oder diese Sorge, wenn es mal wirklich ganz bescheiden läuft auf der Welt, ne, Dritter Weltkrieg und ähnliches,
dass dann mein Geld nicht mehr reicht, weil der Aktienmarkt einfach 10 Jahre lang in die Grütze gegangen ist, dann sollte ich das natürlich machen. Aber das sind ja unrealistische, für die ganz große Mehrheit unrealistische Szenarien. Also unrealistisch dahingehend, dass du denkst, die meisten Menschen haben nicht genug Geld, um sich in Anführungszeichen den Luxus erlauben zu können, das Geld komplett sicher zu parken und dann quasi diesen neuen Trend, den es da jetzt gibt. Es gibt jetzt so ein Buch, was in Amerika ziemlich bekannt ist, das heißt Die with Zero. Also dass du quasi das Ziel sollte sein, mit Null zu versterben, also dass du quasi nichts mehr weitervererbst, sondern quasi alles verkonsumierst. Das ist eine finanzmathematische Meisterleistung, ne? Bei so vielen Unwegsamkeiten dann genau mit Null zu sterben, ist schon, also jetzt mal ohne Suizid. Genau, also in der Tat, das wäre die einzige Möglichkeit, um das, so um die Unsicherheit in dieser ganzen, also die Spekuliererei da herauszubringen. Sarkastisch muss man da schon sein. Ich kenne dieses Buch Die with Zero, ich glaube Perkins heißt der Autor. Ich habe es halb gelesen und muss dann sagen, ich fand es ziemlich schwach und habe es dann beiseite gelegt. Es gibt auch den saloppen Spruch Die Broke, das ist schon älter, also so, sozusagen ist das Gleiche. Verschuldet, du sollst sterben, ja. Genau, so ein bisschen lebe, also haue alles raus, bevor du stirbst, weil du dann den höchsten Lebensstandard haben kannst und versuche sozusagen am Tag vor deinem Tod Konkurs zu sein, also keine weiteren Mittel mehr zu haben. Mhm. Das klingt schön in der Theorie, aber jetzt haben wir es, glaube ich, schon deutlich genug gesagt, ziemlich unrealistisch. Mhm. Ja. Was sind jetzt so die Faktoren, die du mit reinbeziehst? Also zunächst einmal spielt natürlich dein Vermögen, also die Entnahmerate zu berechnen. Also es gibt da ja verschiedenste Faktoren. Erstens mal meine Rendite, Erwartung, die ich habe, die kann ja quasi gegeben sein. Also wenn ich langfristige Renditen nehme, Volatilität, das sind so die finanzmathematischen Sachen. Aber was spielt denn dann für mich noch persönlich eine Rolle, die ich damit reinspielen soll? Erst mein Vermögensstand, aber genau, welche Dinge sollte ich mit berücksichtigen? Was sonst noch, also neben den Dingen, die du genannt hast, spielt natürlich eine Rolle, bin ich bereit, sozusagen, ich nenne es jetzt mal, die Gürtel enger schnallen Variante zu fahren. Ne? Also Monte Carlo Simulation in ihrer Basisvariante, und das ist das führende Verfahren, das muss man jetzt hier auch klipp und klar mal betonen, es gibt kein besseres, wenn es um die Thematiken geht, welchen Lebensstandard kann ich mir leisten bis zu meinem erwarteten Ableben und welche Entnahmerate kann ich mir leisten und so weiter. Wann kann ich frühestens in Rente gehen? Also um diese Fragen zu beantworten, gibt es nichts Besseres im Prinzip als die Monte-Carlo-Simulation. So, wenn ich bereit bin, von der Annahme, dass ich eben diese 4.000 Euro oder was immer die Zahl ist im Monat oder 1.000 Euro, also dieser fixe Betrag, den ich brauche, um meine Rentenlücke oder generell meinen Lebensstandard zu finanzieren, wenn ich bereit bin, diesen Betrag zu dynamisieren, sozusagen nach oben und unten, ich nenne es jetzt mal Gürtel-Enger-Schnallen-Policy, dann kann ich sozusagen im Durchschnitt mir eine höhere Entnahmerate erlauben. Das bedeutet aber, dass es Jahre geben wird, in denen ich unterdurchschnittlich, also deutlich weniger entnehmen muss, weil halt das vorherige Jahr ein besonders bescheidenes Jahr war am Aktienmarkt. Ich habe also die Zielrendite, die Durchschnittsrendite deutlich unterschritten. Vielleicht gab es auch einen Verlust, das kommt ja auch mal vor, bin wieder sarkastisch. Und in dem Folgejahr muss ich dann in so einer Dynamisierungswelt, Gürtel enger schnallen Welt halt sagen, okay, jetzt kürze ich meine, sagen wir mal, vorher 2.000 Euro Zielentnahme pro Jahr, pro Monat, Entschuldigung, kürze ich um 30%. Mhm. Und das behalte ich so lange bei, bis die Rendite meines Portfolios aufgrund von überdurchschnittlichen Jahren wieder auf dem Zielpfad ist, also auf dem Pfad der erwarteten Rendite. Mhm. Ne? Also das wäre jetzt schon mal eine Möglichkeit, die ganze Geschichte stabiler zu machen, dieses Konstrukt stabiler zu machen, aber es ist dann halt nicht mehr so bequem. Ne? Also ich muss halt dann ab und zu mal auch 2-3 Jahre Gürtel enger schnallen, also mit weniger auskommen.
Und andere Möglichkeiten wären zu sagen, okay, ich bin halt kein FIRE-Mensch, Financially Independent Retire Frugalist. Early. Kein Frugalist, der sagt, okay, ich hasse Arbeit, hassen ist nur was für Dumme und Menschen, die ihr Leben nicht anderweitig genießen können und so weiter. Entschuldigung, wenn ich wieder hier mit viel Sarkasmus ankomme, ist nicht so böse gemeint. Sondern wenn ich halt sagen würde, okay, also ich halte mich quasi mein Human Capital im Sinne von Arbeits Skills, Work Skills, also vermarktbare Fähigkeiten und so weiter, das halte ich so ein bisschen warm. Das heißt also, wenn alles irgendwie sehr schlecht laufen sollte, in einem Worst-Case-Szenario oder in einem Downside-Szenario, werde ich wieder arbeiten gehen. Ne? Ich ziehe nicht auf die Malediven oder nach Thailand, breche alle meine Zelte ab und weigere mich jemals in meinem Leben, obwohl ich erst 45 bin, nochmal einen Finger krumm zu machen, sondern ich sage halt, okay, also wenn ich Pech habe, wenn der Plan A nicht so gut funktioniert, dann ist mein Plan B, dass ich wieder arbeiten werde. Und wenn ich den auch umsetzen möchte, realistisch, dann muss ich natürlich auch ein bisschen was dafür tun. Ne? Und das muss jeder dann für sich entscheiden, vor dem Hintergrund seines eigenen Skill-Portfolios und so weiter. Aber das ist auch schon nicht mehr ganz so romantisch und schön wie Frugalismus pur. Ne? So retire early, do nothing. Vielleicht noch eine Sache, die in die Gleichung selten mit eingerechnet wird, was man aber auf jeden Fall machen sollte, jetzt mal vorbehaltlich deutsche Anleger oder genau die als Arbeitnehmer tätig waren, ist, man sollte ja auch dann seine Bezüge aus der deutschen Rentenversicherung kann man ja quasi mit reinberechnen. Das ist ja quasi ganz ein klar. Sicherer Cash-Inflow. Und man kann überlegen, okay, mir reichen zusätzlich nochmal, keine Ahnung, 30% on top. Und dadurch kann ich mich ja ein bisschen flexibilisieren. Genau, also ich hatte vorhin vielleicht mal gesagt, Rentenlücke. Also es wird auch sehr selten der Fall sein, dass jemand 100% seiner Lebenshaltungskosten nur aus einem Kapitalmarktportfolio oder liquiden Portfolio deckt, sondern meistens gibt es noch andere Einnahmequellen und die typische ist eben die staatliche Rente, gesetzliche Rente. Und dann habe ich halt relativ zu meinen Lebenshaltungskosten, die so hoch sind, die Rente ist so hoch, habe ich halt noch eine Lücke, die ich irgendwie finanzieren muss. Ja. Und natürlich gibt es noch viele, viele andere Szenarien. Jemand hat eine selbstgenutzte Wohnimmobilie, dann braucht er zumindest keine Miete mehr bezahlen, hat aber auch noch andere Kosten. Ja. Und theoretisch erbt irgendjemand mal was und so weiter. Also die Realität ist natürlich sehr heterogen und vielfältig. Ja. Was hältst du denn von der Lösung, von der super sicheren Lösung, in Anführungszeichen, einer sogenannten Sofortrente? Also es ist ja quasi eine Lebensversicherung, die du gerade bei Eintritt, also du hast Ewigkeiten dein ETF-Portfolio gehabt, gehst jetzt in Rente, nimmst das ganze Geld, haust das in eine Versicherung rein, die quasi sofort losgeht. Also du überweist einmal an die Versicherungsgesellschaft, statt über Jahrzehnte Prämien zu bezahlen. Und die gibt dir dann quasi eine garantierte Rentenzahlung bis zum Tod. Und was Versicherungsvermittler dir ja gerne sagen, ist, du sicherst dein sogenanntes Langlebigkeitsrisiko ab. Also das, was du ja eben schon gesagt hast, ne, dass du doch länger als der Durchschnitt, als deine durchschnittliche Lebenserwartung lebst. Weil ich kann mir vorstellen, dass für manche Leute ein bisschen belastend ist und die dann Angst davor haben. Was hältst du von dieser Option oder kann man das selbst bauen? Und welche implizite Lebensdauer wird denn damit berücksichtigt? Also in der Theorie sind solche Sofortrenten natürlich toll, weil aus genau den Gründen, die du gerade geschildert hast, dass man damit in der Theorie sein Langlebigkeitsrisiko im Grunde genommen komplett eliminieren kann, zumindest in dem Betrag, der dann halt aus der Rente herauskommt. Das kann man sich auch quotieren lassen, also einfach mal anfragen. So, aber ich würde es nie machen, also ich halte solche Sofortrenten für wirklich, wirklich schlecht. Das ist ja ein Monte-Carlo-Tool, das ist sehr unfair, das haben ja nicht alle. Ja. Und das hat drei Gründe, drei oder vier Gründe, je nachdem. Also der erste Grund ist, dass diese Sofortrenten überhaupt nicht inflationssicher sind. Mhm. Das heißt also, wenn wir so ein Weimarer Szenario hätten oder Venezuelas Szenario, Zimbabwes Szenario, also Hyperinflation oder galoppierende Inflation, muss ja gar nicht Hyperinflation sein, sondern einfach mehr als nur 5-6 Jahre hohe einstellige oder sogar niedrige, nur in Anführungszeichen niedrige zweistellige Inflationsraten von wirklicher Hyperinflation will ich gar nicht anfangen, dann kannst du diese Sofortrente vergessen. Die wird nämlich nicht ansteigen, die wird also von der Inflation drastisch entwertet. Es gibt
Sofortrenten mit einer sogenannten Dynamisierung, und das wird allen Ernstes als sozusagen Inflationsschutz verkauft und vermarktet von Versicherungsmaklern. Also das finde ich schon, da geht mir schon so ein bisschen leicht der Adrenalinspiegel in unangenehme Höhen, weil es keine Inflationshedge, keine Inflationssicherung ist. Das ist, ich habe mal irgendwo geschrieben, jetzt zitiere ich mich selber, das ist wie T-Shirts am Südpol als Kälteschutz verkaufen. Mhm. Ne? Also das ist einfach Pillepalle, Tropfen im Ozean, der nichts bringt. 2% Dynamisierung, wenn ich 8% Inflation habe oder sogar noch mehr wie in den 70er Jahren in manchen westlichen Ländern, ja, dann ist es minimal besser als nichts, aber es hilft nichts. Meine Rente wird jedes Jahr weniger wert und nach 20 Jahren ist sie fast nichts mehr wert. So, also kein Inflationsschutz. Zweitens, ich habe das Counterparty-Risiko, das Ausfallsrisiko oder Gegenparteirisiko Versicherungsgesellschaft. Wenn meine Versicherungsgesellschaft Allianz heißt, auch das hilft nichts. Allianz ist ein tolles Unternehmen heute, aber wir reden hier ja über 30 Jahre. Kein Mensch auf diesem Planeten kann sagen, wie die Bonität eines großen Unternehmens, das heute vielleicht gut dasteht, in 20 oder 30 Jahren sein wird. Also das sind schon zwei absolute Dealkiller für mich. Der dritte ist, ich kann, wenn ich halt das Pech habe, nach 2 Jahren über den Jordan zu gehen, dann dürfen sich meine Erben freuen, im Normalfall, aber nicht mit einer Sofortrente. Mhm. Ne? Also dann freut sich nämlich die Allianz oder wer auch immer die Versicherungsgesellschaft ist. Es ist eigentlich der Best Case für die Versicherungsgesellschaft, dass ich vor der mittleren Lebenserwartung versterbe. Das ist jetzt dieser dritte Nachteil, den ich jetzt gerade beschreibe, der ist sicherlich nicht so gewichtig wie die zwei anderen, aber für viele Menschen ist er ein Nachteil und sogar für viele andere, nicht für mich, aber für viele ein sehr, sehr gewichtiger. Und der vierte Nachteil ist, dass der wird allerdings erst zutage treten, wenn man sich mal eine Quotierung geben lässt. Mhm. Also wirklich, den kann ich jetzt nur in der Theorie beschreiben. Es kommt einfach erstaunlich wenig dabei raus. Mhm. Ja, die Zahlen, die man dann Weil die Lebenserwartung kommt, so langfristig angesetzt ja, ist. Hm. Genau. Und weil im Ökonomendeutsch gibt es das sogenannte Moral Hazard, das ist sozusagen moralisches Risiko oder wie immer man das etwas holperig ins Deutsche übersetzen wird. Menschen, die glauben, dass sie eine sehr hohe Restlebenserwartung haben, weil sie so gesund sind, mhm. weil sie so gesund leben, weil sie Eltern haben, die auch schon 101 geworden sind und so weiter, die haben halt die Neigung, und das ist ja auch völlig rational, häufiger als der Rest der Bevölkerung eine solche Sofortrente abzuschließen. Und Restlebenserwartung hat was mit Lebensstil und Genetik zu tun. Und wenn ich jetzt, und die Versicherung weiß das, mhm. die weiß das, die hat also einen Pool von Versicherten, der ja besonders lange lebt. Mhm. Ne? Und deswegen muss sie die versprochenen Auszahlungen besonders niedrig halten. Und das ist das, was sozusagen die Auszahlungen, die man selber über einen Test, soll sich da einfach mal eine Quotierung geben lassen, dann auch erkennen wird. Dann wird man sagen, das ist ja Pipifax, was ich hier kriege. Mhm. Wo geht da alles mein Geld hin? Das ist einer der Gründe, weil ich hier halt Methusalems mitfinanziere sozusagen, deren Langlebigkeitsrisiko mitfinanziere. Und das Zweite ist natürlich, dass die Lebensversicherungsgesellschaft auch einfach hohe Verwaltungskosten hat. Das zahle ich ja alles mit. Und das führt halt letztlich zu diesem unerfreulichen Ergebnis. Aber die ersten zwei Kriterien, die sind für mich schon, selbst wenn das andere zahlenmäßige und mit dem Erben und so weiter nicht der Fall wäre, wären für mich allein schon Dealkiller. In Summe kann man sagen, arme Leute, arm in Anführungszeichen, auch wieder jetzt sehr, sehr vereinfacht, können sich eine Sofortrente nicht leisten, weil einfach das Kapital nicht reicht, oder hinten, ja, was du kriegst. Und Reiche brauchen sie nicht. Mhm. Ja, als jetzt mal sehr vereinfachte, plakative Formel mhm. ausgedrückt. Vielleicht, du hast mir gerade eine Mini-Arbitrage-Idee in den Kopf gesetzt, wo du gesagt hast, zu gucken, dass du älter wirst. Du kannst ja einfach in ein Land gehen, wo die Lebenserwartung extrem niedrig ist und dort eine Versicherungsgesellschaft aufsuchen und dir so eine Sofortrente machen lassen. Wobei wir dann wieder bei Punkt 1, dem Bonitätsrisiko sind, ja.
Genau, also Thomas, ist, man merkt einfach, dass du ein richtiger Investmentbanker bist. Du schaust, siehst immer, wo könnte man irgendwie doch noch was rauskitzeln. Man kann ein bisschen dran schrauben. Nein, dafür ist mein Portfolio viel zu simpel. Okay, cool. Ja, vielen Dank, Gerd, für diese Insights. Ich hoffe, da waren, oder ich bin mir sicher, da waren einige hilfreiche Stellschrauben dabei, an denen man drehen kann und Dinge, die man berücksichtigen soll, weil ja, wir haben ja noch eine sehr junge Community, die gerade im Vermögensaufbau ist, aber es gibt auch viele, die uns Fragen stellen und wissen wollen, wie es dann später aussieht, wenn man in Rente geht. Danke dir dafür. Gerne, Thomas. Das war auch schon der erste Teil meines Interviews mit Gerd Kommer. Im zweiten Teil habe ich mit ihm über sogenanntes Downside-Hedging gesprochen, eine Strategie, die beispielsweise auch der Dirk Müller Premium-Fonds benutzt. Wir haben darüber gesprochen, was Downside-Hedging überhaupt ist, in welchen Fällen es Anwendung findet und ob es dafür sorgt, dass man dafür langfristig eine bessere Rendite bekommt. Wenn du das Video nicht verpassen willst, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.